Eine Torte für den Sieger. Bei den Wahlen vom 10. März 1985 erringt die SPD im Saarland erstmals die absolute Mehrheit. Dank eines charismatischen Spitzenkandidaten. Mit Oskar Lafontaine tritt ein neuer Typus von Politiker vor die Kameras. Viel mehr als nur der Enkel von Willy Brandt. Ein unabhängiger Vordenker ist er, kein Parteisoldat. Und wenn es sein muss, auch mal frech wie, nun ja, Oskar. Vor dem Saarbrücker Schöffengericht begann heute Vormittag der Prozess gegen den 28-jährigen SPD-Landtagsabgeordneten Oskar Lafontaine, der sich wegen Beleidigung der saarländischen Regierung zu verantworten hat. Die Schöffen ließen ihn laufen und kurz darauf wurde Lafontaine in Saarbrücken der jüngste Oberbürgermeister Deutschlands. In seine Ära fällt die Gründung der Perspective du Théâtre und des Ofels-Festivals. Und zur Einweihung neuer Fußgängerzonen ließ er gern auch mal den Bundeskanzler einfliegen. Ich erkläre diese Fußgängerzone Johanna Markt für eröffnet. Kaum zum Ministerpräsidenten gewählt, bricht Lafontaine eines der größten Tabus der damaligen Bundesrepublik. Er besucht Erich Honecker in Berlin und spricht sich für die Anerkennung der DDR als souveränen Staat aus. Die beiden Saarländer verstehen sich übrigens prächtig. Honecker kommt zum Gegenbesuch. Es entstehen Städtepartnerschaften sowie Wirtschafts- und Kulturbeziehungen. Lafontaines weitere Karriere? Davon ein andermal mehr. Mit Sicherheit ist er der eigenwilligste politische Kopf, den das Saarland hervorgebracht hat.